Meine Damen und Herren, wir haben noch jemanden im Bauchprogramm. Keyboard. Hier ist Helmut Zerlett und unser Gast ist Susan Zinopoulos. Was machen wir denn heute überhaupt, Helmut? Hast du irgendwas, was hast du mitgebracht? Vielleicht was locker flockiges. Locker flockig? So. In welcher Form? Okay. So ein bisschen Kalypso. Kalypso, schön, ja. Schön. Gut. Thema, würde ich mal sagen, was ich mir heute wünschen dürfte, nicht an so einem schönen Tag, der große Wunschtraumsong. Und ich brauche noch vier Begriffe. Die können einfach ganz frei von der Leber wegkommen. Einfach irgendwas, was euch durch den Kopf schießt. Jetzt mal aus diesem Block. Suppenhuhn. Elmar, es tut mir sehr leid, du warst der Erste auf der Liste. Du hast das Wort Suppenhuhn, das du in diesen wunderbaren Wunschsong einbaust. Jetzt brauche ich aus diesem Block... Fußnägel. Auch das lässt sich sehr schön singen. Fußnägel. Ja. Lars. Jetzt hier. Golfball. Susan, du hast den Golfball. Und... Da war was Schönes da oben. Ne? Katzenklo. Das kann ich schreiben. Das kann man singen. Barbara. Also, lasst eure Träume wahr werden, ihr Lieben. Ich habe einen Traum, doch da gibt es viel zu tun. Zu tun, zu tun. Meine Lieblingsspeise ist das Suppenhuhn. Ja, auch ich hab einen Traum. Man sieht mich auf der Couch sitzen und Fußnägel kauen. Ich hoffe, dass die Kandidaten so schön singen wie ein Golfball. Dann gibt's keinen Fall. Und vielleicht singen sie Katzenklo. Katzenklo, diesen weltberühmten Hit von Helge Schneider. Oder sie singen ein Lied von Dieter Bohlen, bestehend aus zwei Akkorden. Dafür wird man uns ermorden. Und jetzt der Refrain. DSDS. Sitzen und sagen, bis gleich.